damit, willkommen zurück bei Let's Play The Legend of Zelda Spirit Tracks. Wir sind jetzt hier in diesem Anuki-Dorf angekommen und wollen uns dann mal darüber informieren, wo dieser, oh Gott, du siehst irgendwie gefährlich aus. Kann ich dich angreifen? Oh, fuck. Okay, so geht es nicht. Der friert mich ein. Oh mein Gott. Was steht denn da? Welche Informationen möchtest du lesen? Gar keine. Genau das gleiche wie im Schloss Hyrule. Okay, wir wollen halt herausfinden, wo unser Locomo Turbin lebt. Oh, ein Lied. Orange, gelb, orange, blau. Okay. Okay. Aha. Und was haben wir jetzt für ein Lied gelernt? Würde mich jetzt interessieren. Was zur... Was? Du hast das Schatzsucherlied gelernt. Cool. Spiel es, um verborgene Objekte zu entdecken. Siehst dir gleich in deiner Sammlung an. Das ist ja geil. Was haben wir denn jetzt hier? Oh, du hast ein rotes Elixier erhalten. Trinke es, um 6 Herzen aufzufüllen. Es wird im Item-Menü aufbewahrt. Tippe es an, um es zu trinken. Man kann es nur einmal verwenden. Cool. So viele Herzen habe ich noch gar nicht. Wer bist du? Hallo? Du siehst mir aus, als würde dich die Geschichte der Anuki interessieren. Wir Anuki lebten früher auf einer Insel, die von Eis umgeben war. Irgendeiner hat dann gesagt, wir sollten nicht immer am selben Ort bleiben. Könnte das im letzten Spiel gewesen sein, im Phantom Hourglass, wo die noch auf der Insel gewohnt haben? Könnte ja sein, ne? Dass es damit was zu tun hat und zusammenhängt. Und so sind wir dann zu einer Entdeckungsreise aufgebrochen. Und nach etlichen Strapazen sind wir dann hier gelandet. Eine tolle Geschichte, oder? Man könnte weinen. Naja. Hast du kein Herz? Du musst deine Gefühle zulassen. Okay. Natürlich habe ich ein Herz. Was war das denn für eine Aussage? Nur weil mich die Geschichte da jetzt nicht interessiert? Ach, ist ja auch egal. Oh, da war gerade irgendwas in der Wand, das habe ich noch gesehen. So, dann hallo, du bist wahrscheinlich der Boss und so, ne? Wenn du nach dem Chef dieses Dorf suchst, bist du hier richtig. Oder suchst du ihn gar nicht? Doch, 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 doch. Ich bin nicht nur der Chef hier, ich heiße auch so. Oh mein Gott, passt doch prima. Wow, total. Aber sprechen wir von etwas Wichtigerem. Warum bist du hier? Zum Schneeschrein willst du? Ohne Schienen? Das wird nichts. Aber ernsthaft, als die Schienen verschwunden sind, waren wir schockiert. Wie sollen wir denn ohne Schienen zum Schrein, frage ich dich. Ja, keine Ahnung. Und als würde das nicht reichen, tauchten hier dann auch noch Monster auf. Du musst uns helfen. Ich bitte dich. Okay. Tut mir leid, wir Anuki können sehr temperamentvoll sein. Ich hab's schon mitgekriegt eben. Ich teile gerade Teams ein, die durch das Dorf patrouillieren sollen. Ich habe dabei an 2 Anuki pro Team gedacht. Hast du verstanden, was ich dir erklärt habe? Ja, ich denke schon. Also habe ich eigentlich keine Zeit, mit dir über den Schrein zu reden. Okay. Aber vielleicht kannst du mir beim Einteilen von Teams helfen. Na, was denkst du? Ja, klar doch. Also warum nicht? Du siehst auf jeden Fall schon mal aus wie jemand, der so etwas kann. Dankeschön. Diese Aufgabe kann selbst gestandene Anuki zum Heulen bringen. Oh, die Leute hier sind allesamt etwas eigen. Sie in Zweierteams einzuteilen, ist fast unmöglich. Hör dir an, was die Dorfbewohner erzählen. Komm dann zu mir und sag mir, wie ich sie am besten einteilen sollte. Hast du das verstanden? Ja, ich denke schon. Mit mir hier leben insgesamt 6 Anuki. Du musst uns in 3 Teams aufteilen. Ich komme mit jedem aus, aber die anderen haben alle so ihre Macken. Hör ihnen gut zu und mach dir Notizen, wer zu wem passen würde. Okay. Also er kommt mit jedem aus. Ihm ist es scheißegal, mit wem er in ein Team kommt. Na toll. Wir sollten mit den Leuten hier reden. Das hilft uns sicher weiter. Nein, wirklich, Zelda. So, dann erzähl mir mal was.
Ah, wenn du nicht der kleine Helfer des Bürgermeisters bist. Jetzt bin ich ja schon voll bekannt, also wow. Du solltest beim Einteilen darauf achten, nur Freunde in ein Team zu stecken. Ich bin Gelbwei. Okay. Ich kann dir sagen, blaue Klamotten und dazu nur ein halbes Geweih, Igitt. Das hat keinen Stil. Denk daran, wenn du mich einteilst. Okay. Wartet mal ganz kurz. Ich glaube, ich sollte mir dazu mal irgendwie Zettel und Stift, dazu nehmen. Weil sonst, werde ich mir das wahrscheinlich alles nicht merken können. Wartet mal einen ganz kurzen Moment. So, jetzt habe ich hier Zettel und Stift, weil ich glaube nicht, dass uns die Karte hier oben, also dass mir die jetzt reicht für diese ganzen Informationen, die ich jetzt kriege. Also er mag blaue Klamotten nicht und ein halbes Geweih, richtig? Ich frage ihn jetzt nochmal kurz. Gelbwei. So, er heißt Gelbwei. Dann schreibe ich mir das mal eben auf. Gelbwei. Blaue Klamotten und dazu nur ein halbes Geweih. Okay. Gelbwei. Keine blauen Klamotten plus halbes Geweih. Okay. Geweih mit H am Ende. So, Rechtschreibung ist wichtig. Gut, Igitt. Ja, Igitt. Das hat keinen Stil. Denk daran, wenn du mich einteilst. Okay, das heißt, wenn ich mir die Majonen angucke, würde er schon mal nicht zu dem da passen. Ich schreibe mir das trotzdem besser alles auf, damit wir das auch gleich hinkriegen. Dann rede ich mal mit... Achso, der ist wahrscheinlich in seinem Haus. Wer bist du? Wir stellen Teams gegen die Monster zusammen. Ich bin bereit. Wer ich bin? Agent Gelb. Wer hat sich diesen Namen ausgedacht? Ey? Ohne Spaß. Agent Gelb? Ernsthaft? Agent Gelb. So, dann schreibe ich mal wieder mit. Das ist nur ein Codename für die Monsterjagd. Aha. In Wirklichkeit heiße ich Bartholomeus, whatever. Und prächtige Geweihe mag ich überhaupt nicht. Die stören bei der Monsterjagd. Okay. Keine prächtigen Geweihe. So. Okay. Halte es schlicht. Das ist das Beste. Na dann. Agent Gelb. Hm? So. Ah, ich muss da hoch. So, wer bist du? Ah, du bist für die Einteilung zuständig, hat man mir erzählt. Soll ich dir helfen? Gern. Also, das war nicht ganz ernst gemeint. Viel zu kalt zum Arbeiten. Ah ja. Also, ich bin jedenfalls Ungwei. What the fuck? Ungwei. Habe ich das richtig geschrieben? Ja, okay. Ungwei ohne Geweih, sag ich immer. Okay. Ich mag nicht in einem Team mit jemandem, den ich nicht leiden kann. Und was ich ganz besonders nicht leiden kann, ist die Farbe Gelb. Diese Farbe beleidigt meine Sinne und geht höchstens für Bananen. Okay, er mag kein Gelb. Kein Gelb. Ups, so. Nur für Bananen. Okay, Bananen sind lecker und ich denke über die Einteilung nach. Also können wir ihn schon mal gar nicht mit einem von den beiden. Der mag ihn sowieso nicht. Also wäre höchstens der da, aber der will ja anscheinend auch nicht. Okay. Jetzt muss ich hier runter. So, wer bist du? Ich bin Norman. Boah, der Name, der klingt so normal. Norman. Oh Gott, ein normaler Name. Nein, Norman, nicht normal. Ja, ist okay. Du solltest also die Teams herstellen, einteilen. Hast du nichts Besseres zu tun? Nee, eigentlich nicht. Ich meine, das ist ja sehr nett von dir. Also, ich jedenfalls verabscheue Bärte. Okay, keine Bärte. Das heißt, er kann schon mal nicht mit dem Chef und auch nicht mit dem da und nicht mit dem da. Okay.
Wenn du jemanden mit Bart siehst, schick ihn bloß nicht zu mir. Dann noch viel Erfolg. Ja. Mein Gott. Was ihr alles für Extrawünsche habt, ey. Und du bist der Letzte. Wer bist du? Mein Name ist Weibart. So, du sollst also die Teams einteilen. Das klingt nach Spaß. Wie heißt jetzt nochmal Weibart? Weibart. Okay. Das klingt nach Spaß, ja. Also, ich mag niemanden, der so ein tolles Geweih wie ich hat. Mein Geweih ist einzigartig auf dieser Welt. Naja, vielleicht nur diesem Dorf. Dann noch viel Spaß beim Einteilen. Also, er mag auch keine prächtigen Geweihe. Denke ich jetzt mal, ne? Ja. Genauso wie dieser Agent Gelb. Geweihe. So, okay. So, dann gucken wir jetzt mal. Jetzt muss ich mal eben meine ganzen, Sachen gleich auswerten. Ich gehe jetzt aber auf jeden Fall schon mal zu ihm hier. Hast du die Teams ausgeknobelt? Ja, gucken wir mal. Oh, prima, lass mal sehen. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Ist ja niedlich. Okay, Gelbweih. Keine blauen Klamotten, kein halbes Geweih. Gelbweih war dann der hier, ne? Der passt schon mal auf gar keinen Fall zu dem da. So, Agent Gelb, keine prächtigen Geweihe. Also würde der nicht zu dem passen und auch nicht zu dem. Nee, Quatsch. Zu dem würde er ja passen. Aber er mag ja kein Gelb. Er mag keine blauen Klamotten und ein halbes Geweih. Das heißt, er hat eigentlich nur was gegen ihn. So, und er hat was gegen Gelb, also kann er schon mal gar nicht mit den beiden. Und er hat was gegen prächtige Geweihe. Das heißt, er müsste zum Chef, oder nicht? So. Weil er geht ja nicht mit sonst irgendjemandem. Die haben ja alle prächtige Geweihe. Er mag ihn nicht, also geht das ja ansonsten nicht. So, dann jetzt Gelbweih. Keine blauen Klamotten plus halbes Geweih, okay. Ohne Geweih ist der. Kein Gelb, genau. Dann war das ist Norman. Keine Bärte. Das heißt Norman. Und der... Nee, stopp, der mag ja kein prächtiges Geweih. Nee, warte mal, das war der. Genau, nein, das war der. Der merke ja nur... Ja gut, dann würde ich sagen... dass Gelbweih und Norman zusammenpassen würden. Ja, dann sind es ja nur noch ohne Geweih, kein Gelb und Weibart, keine prächtigen Geweihe. Ja, passt doch, super. So. Fertig. Wie, was? Das ist es. Ich meine, das passt zu dem, was ich mir überlegt habe. Hatte. Ich wollte es nur noch einmal überprüft haben. Ja, genau, alles klar. Yay, du hast einen roten Rubin erhalten. Er ist 20 Rubine wert. Also haben wir das anscheinend alles ganz gut gelöst. Sammle Rubine und gib sie im Laden aus. Hm, was willst du denn jetzt noch hier? Ja, also... Ah ja, das hatte ich vor lauter Freude ja völlig vergessen. Du wolltest ja zum Schneeschrein. Ich habe ja versprochen, dir zu sagen, wie du Turbin findest. Der Schneeschrein ist gar nicht weit von hier, weit weg von hier. Da oben, okay. Aber ohne Schienen kommst du da nicht hin. Aber es gibt da diesen alten Tunnel. Wir nehmen den nicht mehr. Da haust seit Jahren nämlich ein Riesenmonster. Oh mein Gott. Wir Anuki sind keine Kämpfer, deswegen halten wir uns da fern. Es ist gefährlich, aber der einzige Weg zum Schrein. Der Eingang zum Tunnel ist hier. Okay. Aber sei bloß vorsichtig. Wenn dir etwas passieren würde, dann würde ich mich schlecht fühlen, weil ich dir das verraten habe. Na, zumindest hat er ein bisschen Mitleid und, weiß ich nicht. So. Zumindest hat er kein Herz aus Stein, so wie wir ja angeblich haben. Nee. Ah, Supi! Monster! In einem Tunnel! Ich freue mich ja schon drauf. Hui. So, na dann mal los, Alter. Endlich wissen wir, wie wir zum Schrein kommen. Das hat ganz schön Nerven und Gehirnschmalz gekostet. Ach,
Ja, also. Naja, los. Los jetzt. Fahren wir zu Turbin. Turbin, genau. Dann fahren wir. Joa. Monster in Tunneln. Yay! Ah, ich freue mich ja schon drauf. So, ich würde sagen, aber bevor wir uns jetzt diesem Monster stellen, beende ich den Part dann erstmal wieder an dieser Stelle und joa, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao!